Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Man of the World hier bei Landwirtschaftssimulator. Heute zu einem kleinen, ernsteren Part. Und zwar werde ich gewobbt. Warum und weshalb erzähle ich euch gleich. Vielleicht haben wir die Zeit dafür da, heute darüber zu reden. Vielleicht aber auch nicht. Das werden wir gleich rauskriegen. Obwohl ich glaube eigentlich mit dem Gruber ging das bloß nicht. Deswegen den lassen wir hier den Helfer fahren. Denn mir ist nämlich aufgefallen, ich habe ihm ein kleines bisschen vorgespielt. Da ist doch irgendwie was faul. Hier wächst nämlich der Gras, das Gras weiter. Und wenn man auf die Map guckt, wir das Gras anmachen, dann auf Wachstum gehen, es wächst. Warum auch immer, es wächst. Deswegen lasse ich hier jetzt wieder das Gras sehen, lasse den Helfer fahren und wir nutzen den hier und werden hier weiter ein bisschen einsammeln von unserem Stroh. Ich habe Geld gemacht und ich habe auch wieder Geld verloren. Ich werde jetzt mal noch was kaufen. Unter euren Augen, ja, nicht 90.000. Scheinkleister. Hätte ja klappen können. Denn ich habe gedacht, mit Heu tut man auch Silage machen, wobei ich ganz, ganz falsch lag. Ich werde jetzt wahrscheinlich, na ne gut, wir können 43 km/h fahren, wir könnten hochfahren, das ist kein großes Problem. Beides abschalten. Rein theoretisch, wir könnten es ins Fahrsilo reinwerfen. Ja, das war mir klar. Helfe aus. Lass mal das nämlich so weiter. So. Dann schaffen wir das gleich weg. Dann ist es eben so, dann tun wir eben nicht sammeln. Ich habe das Mittel, wie gesagt, vorgespielt. Ich habe mit den Bändern habe ich ein bisschen rumprobiert, beziehungsweise habt auch schon das weiter gepflanzt. Bin ich bescheuert. Ich habe das weiter übergeben. So ist das Board richtig. Wir müssen dann nur mit dem Pferdchen nebenbei reiten. Das können wir dann machen, wenn wir nochmal gucken, wie teuer eigentlich die ganzen Fahrzeuge sind. Wir haben 38.000. Wir brauchen noch eine Nebenmission, die wir nebenbei starten können. Die werden wir jetzt gleich machen. Wir werden hier oben wegfahren, dann werden wir die Nebenmission starten. Und ich merke schon, ich komme heute gar nicht zu meinem Thema. Ich werde versuchen, 10 Minuten die Parts machen, aus dem folgenden Grund. Ich nehme wieder vor auf und ja. Mobbing, warum hätte ich gemobbt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir werden uns erstmal gleich einen größeren Dings holen. Eigentlich einen größeren Anhänger. Ich werde in der Sache jetzt gemobbt, dass ich dass ich hier auf YouTube bin. Ich nehme es aber nicht so auf, wie es vielleicht sein sollte, also wie sie es vielleicht sagen. Ich nehme es ein bisschen positiv. Oh, die sind aber teuer. Noch nicht mal den können wir uns leisten. 80.000. Nicht mal wenn wir das Ding verkaufen. Krass aus. Fahrzeuge. Was ist denn das? Der Strautmann ist das, oder? Jo, der Strautmann Zellon. 32. Da werden wir... Was waren das? 80 oder 90.000, die wir dort ausgeben müssen? Das wäre... Nee, das... Aller guten Dinge. Weil ich habe eine neue Maschine hab ich gekauft. Dazu komme ich auch da gleich. Und zwar... Also Mobbing, wie gesagt, ist so ein Hin und Her, also Mobbing ist es nicht direkt. Aber ich werde immer so, hey Mansi, hey Mansi, hey Mansi. Das ist nicht so dieses Pferd zu sein, oh, hallo Mansi. Sondern es ist so ein, hallo Mansi, so ein Aufziehen.
Und das sehe ich jetzt mal als Mobbing an. Ob es jetzt wirklich Mobbing ist oder als ob Mobbing bezeichnet werden sollte. Keine Ahnung. Ist mir auch relativ egal. Ich mache es gerne. Und was soll ich sonst meiner Freizeit machen, außer hier drauf zu sein? Irgendwann wird es auch nicht mehr geben. Da der YouTube. Tot. So, wir werden mal kurz gucken. Nebenmission. Spritzen. Wer weiß, warum ich da fehlgeschlagen hatte. Das bringt mir nicht an Geld. Das bringt mir nicht. Was ist das? Feld 10. Wo ist Feld? Das ist Feld 10. Feld 10 ist Baumwoll. Können wir machen. Bin ich einverstanden. Also mit Feld 10 bin ich einverstanden. Gibt es 8000. Feld 13 ist das hier. Jetzt auch so hier. Nee, da gibt's. Raps gibt's da. Ich wäre glaube ich für Feld 10. Ich nehme Feld 10. Wir haben so einen Haufen Ernte. Jetzt ist so die Erntezeit angebrochen. Bei uns ist jetzt die Sommerzeit angebrochen. Geht ausleihen. Ich habe bereits ein... So, gut. Dann jetzt Feld 10. Geld ausleihen. Wer weiß, was da... den können wir hier mal stehen lassen. Wir nehmen uns die anderen Fahrzeuge hier drüben, unsere Leihfahrzeuge. Die Frage ist aber, warum, es leckt gerade, tut mir leid, warum mache ich denn YouTube oder warum bin ich denn auf YouTube unterwegs? Wie gesagt, das ist die Langeweile, die lebt. So, hier sind wir fertig. Alter, leckt das gerade. Ich weiß aber auch nicht, warum das gerade so extrem leckt. Was, ich krieg keinen Anhänger? Ah, jetzt. Also, das hat mich gerade verwundert. Macht man jetzt eigentlich nicht. Wir waren aber auch mal in Außenperspektive. Ich habe jetzt keine Lust, das ganz genau zu machen. Wir ziehen hier durch. Allein die Maschine auf der Straße möchte ich nicht begegnen. Guckt euch mal an. Was ist denn das für ein Schneidwerk? 9 Meter? Könnte vielleicht sein. Oh. Also selbst ohne, wenn ich den ab... angekuppelt. Gut, das war eine scheiß Idee. Das war doch eine scheiß Idee. Na, guck mal hier überhaupt noch lang. Gut, wir müssen komplett außen rum. Scheiße. Eigentlich könnte man rein sagen, gut, wir nehmen das alles in unsere Silos rein. Aber das wird ja keinen Plus für uns bringen. Puh. Ja, ich merke, wir hätten eindeutig ankuppeln müssen. Ach, scheiße. Nee, das sollte ich mal gesagt haben. Also, hier machen wir die Augen zu. Ich melde mich, wenn ich wieder richtig angekommen bin. Also wir müssen uns unten dann noch schnell langfahren lassen. Das sieht so geil aus, wenn so alles gewachsen ist. So, wir müssen dann gleich ernten. Wir müssen... Also ernten lassen weiter. Das Feld ist so riesig. Wo soll man... Lass mal dann gucken, wo wir überhaupt noch hinfahren müssen dann. So, Helfer. Den lass mal erstmal, der lass mal. Halt. Den hier. Der muss einmal nach unten fahren und dann von unten nach oben durchziehen. Dann ist eigentlich auch der Parkplatz schon wieder vorbei. Und dann werden wir hier drüben nicht das Altbekannte sehen.
Also kein Raps, kein Weizen, kein Gerste, sonst was. Dann wird uns eine neue Maschine dazu kommen. Der ist gleich fertig. Dann können wir hier schon mal neu ansetzen. Die Pferde muss ich dran denken. Oh ja, das ist geil, wenn hier auch noch ein Helfer gehen würde, aber dann müssen wir ja gar nicht mehr machen. Das geht ja gar nicht. So, gucken wir mal, wie viel Reihen wir hier jetzt aufnehmen können. Müssen wir uns auch beeilen, weil hier soll ja als nächstes gekuppert werden. Damit das Feld weiter bestellt werden kann. Helfer I. Och, leck mich. Das gibt's nicht. Die letzten paar... Nee, den fahre ich jetzt selber, also das ist mir jetzt... Ich brauche bloß mal... Ach... Gut. Ja, Henny lackt mich doch dafür. So, 10 Minuten sind um. Also ein bisschen mehr ist doch, was ich jetzt dachte. Ich habe gedacht, ich muss hier überhaupt nicht jetzt mal machen. Beziehungsweise läuft alles. So, dann tun wir mal kurz ein bisschen abladen. Ich werde das kleine Stückel werde ich jetzt noch mitnehmen und dann sehen wir uns im nächsten Part dort oben auf dem neuen, auf dem nächsten Feld wieder. Lass mal natürlich wieder von oben nach unten abernten. Und dann würde ich sagen, zumindest mal sagt er mir so was. Wiedersehen. Ciao, ciao.